Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Dort oben gibt es ein Königreich und passiert immer wieder etwas Neues, ist immer was los. Der König kümmert um alles, er hat sich ganz gut erholt. Er bekommt von seiner Gemahlin auch die Unterstützung. Es ist so vertraut zwischen den beiden. Und der König kann endlich über seinen Gefühlen sprechen. Das ist nicht immer so einfach. Aber er ist gerade sehr sensibel. Ein Bote trifft ein in Königshof. Ja, jemand kehrt zurück. Die schöne Prinzessin versteht sich mit ihrer Mutter sehr gut. Sie kommen sich näher. Die Damen können mit einer angenehmen Überraschung rechnen. Der hübsche Prinz ist wieder hin und her gerissen. Es ist für ihn momentan alles zu viel. Er weiß gar nicht, wo er seine Kraft einsetzen soll. Ja, er sollte langsamer tun und auf dem Wesentlichen konzentrieren. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologische Hintergründe. Die heutige Mondbewegung in Tierkreiszeichen Löwe bekommt einen Einfluss von Regulus. Regulus ist ein königlicher Stern, der Herz der Löwe, und das bedeutet, wir nehmen unserem Herzensangelegenheit wahr. Zwischen den beiden Lichtern Sonne und Mond bildet sich heute ein Halbsextil, und das ist das Vertrauen, die gegenseitige Unterstützung. Mond bildet sich ein Halbsextil auch zum Venus, und das ist eine Herzensangelegenheit und bedeutet auch zwischen den beiden Damen, die Prinzessin und die Königin, kommt auch mehr Nähe, mehr Vertrauen. Mond symbolisiert auch Mutter und Venus, natürlich die schöne Prinzessin. Sie kommen auch näher. Mond bildet sich ein Trigon zum Uranus in Feuerelement nach indischen Berechnung, eine angenehme Überraschung. Das kann heute schon eintreffen. Merkur bewegt sich ab heute in Tierkreiszeichen Krebs, war rückläufig, und das bedeutet, jemand kehrt zurück. Merkur war schon hier in diesem Bereich und jetzt wiederholt sich etwas. Entweder die gleiche Thematik oder eine Person, der zurückkehrt und kommt heute eine Nachricht, eine Bote. Mars bildet sich zum ein rückläufigen Pluto, einen sogenannten Quinkungsaspekt. Das ist die Hin- und Hergerissenheit bei dem hübschen Prinz. Es ist alles zu viel. Man weiß nicht, wo man die Kraft einsetzen soll, und bedeutet diese Pluto-Energie eine Botschaft auf den Wesentlichen konzentrieren, sonst ist es heute alles zu viel. Und das war die Quelle für meine Erzählung. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.